Einen wunderschönen guten Morgen, Leute. Und herzlich willkommen zu einem erneuten Vlog auf dem Kanal. Dodo ist zu Besuch bei uns in München und wir werden heute unter anderem einmal diese Cookie Croissants, diesen Hype abchecken, wie geil das sein muss. Da hat vor kurzem ein Laden in München das Ganze eingeführt, aber keine Ausreden, das ist das Motto. Zuerst müssen wir uns die Croissants verdienen, Freunde. Ja, Mann. Wir laufen eine kleine Runde, wir wollen sowieso ein bisschen unsere Ausdauer arbeiten, am Laufen generell. Deswegen 8.30 Uhr, wir laufen 6 Kilometer über Stock und Stein. Ich wünsche euch viel Spaß mit dem Vlog. Let's go! So, wir sind fertig gelaufen, Leute. 40 Minuten insgesamt. Ein 140er oder 139er Puls hatte ich. Ich war jetzt noch kurz beim Friseur und ich habe es gerade schon auf Instagram gesagt. Ich wette, also die Männer da draußen werden es wahrscheinlich ein bisschen mehr fühlen. Ich wette, meine Hairline ist schon so eine Fingerbreite nach hinten gegangen. Also ich glaube, vor 10 Jahren war die ungefähr so hier. Und jetzt, schwuppdiwupp, ist die so eine gute Fingerbreite weiter hinten. Ja, passiert, Digga. Man wird halt einfach älter, ne? Ich bin 29, hatte dieses Jahr 30. Mich hat sowieso noch glücklich erwischt. Ich habe noch relativ volles Haar. Aber ja, das ist, da merkt man doch auch irgendwie, auch wenn man sich noch wie 20 fühlt, dass man halt nicht mehr 20 ist, sondern fast 10 Jahre älter. Ich mache mir jetzt ein kleines Frühstück, auch für Dodo gleich mit. Der duscht sich gerade unten. Es gibt unter anderem 10 wunderschöne Bio-Eier. Die werden wahrscheinlich nicht alle machen, aber ein paar davon. Dann habe ich noch so schönen grünen Spargel. Und das gepaart mit ein paar Beeren, die uns gute Vitamine liefern, und für ein paar extra Proteine und gesunde Fette habe ich hier ein geräuchertes Saiblingsfilet gekauft. Das schaut doch einfach nur richtig gut aus. Ich sag's immer wieder, Leute, Süßwasserfische, gerade hier so welche mit einer guten Qualität, das ist es. Ist nicht ganz günstig. Wir essen jetzt wahrscheinlich heute wieder so zwei Mahlzeiten. Mal gucken, als was man dann nachher das Croissant bewertet. Aber wir gehen rein. Und ein kleiner Nachtrag, was Dodo vorhin gesagt hat mit, wir müssen uns jetzt die Croissants quasi, wir verdienen uns die jetzt. Es ist so eine Redewendung, aber niemand da draußen muss sich Essen verdienen, indem er erstmal Sport macht, dass man dann sowas essen kann. Also in einem gesunden Lifestyle kann man sowas immer essen und da gleicht sich das ganze Pi mal Daumen aus. Die Menge macht das Gift. Ab und zu mal sowas sollte auf jeden Fall drin sein und ja, sonst kann man sich ja quasi gesund ernähren. Also habt das nur im Kopf, ihr müsst dafür euch, ihr müsst euch sowas nicht extra verdienen. Hier einmal das Frühstück für Sophia, zack, hier einmal für mich mit ein klein bisschen Rohmilch, hier noch schön die Beeren aufgeschnitten. Wunderschön, wunderschön, Leute, ich freue mich richtig. Wir haben Grünspargel, wir haben Spiegeleier, wir haben geräucherten Fisch, Zwiebeln dazu. Ich probiere einfach mal ganz kurz für euch. Boah, der Typ kocht mit Liebe, der weiß, was gut ist. Wenn das Ei von innen noch leicht wachsartig ist, dann ist es ein gutes Ei. Boah, das gibt richtig Power, Alter. Mhm. Ich habe ja... Also ich weiß nicht, wann der Vlog hier online kommt, den ihr gerade schaut, aber auf dem Hauptkanal kommt am Sonntag, den 5. Mai, glaube ich, ein Selbstexperiment online, wo ich 7 Tage nur unverarbeitet gegessen habe, so Jäger- und Sammler-Diät. Und die sah eigentlich so ähnlich aus und ich muss sagen, das hat mir echt gut getan und ordentlich Power gegeben. Deswegen, ich hau mir weiterhin Supplements rein und Sachen mit Süßstoffen, aber generell mal ein bisschen weniger ab und zu, mal mehr so ein... normale Lebensmittel, sage ich mal, richtige, das kann nicht schaden, ne? 100%. Gesundes Essen schmeckt auch gut. Also man muss nicht immer Burger und Co. essen, sondern man kann auch hier so ein gutes Essen essen und Kraft und Power haben und es richtig genießen. Leider ist es meistens halt so, da kommt man nicht so rum, dass es ein bisschen teurer ist. Also gerade Sachen wie Beeren, ihr wisst Bescheid. Boah. Aber man kann auch, wenn man jetzt quasi auf den Komfort von richtigen Beeren verzichten möchte, einfach Tiefkühlbeeren nehmen. Das ist meine Empfehlung an euch. Da spart ihr eine Menge Kohle, die werden nicht schlecht, die verschimmeln nicht. Ist halt für jeden eine Frage des Budgets. Und auch hier sowas wie Rohmilch werde ich mir jetzt auch nicht jeden Tag holen, weil die sind 3 Tage haltbar. Ich hätte es noch da, also hau ich es weg. Sophia ist auch am Start, die freut sich, dass ich mal ein bisschen was gekocht habe. Das ist nämlich bei uns nicht immer so. In dem Sinne würde ich sagen, Mahlzeit, guten Appetit, die Proteine gehen rein. Es war ursprünglich geplant, ins Fitnessstudio am Nachmittag zu gehen. Leider ist unsere zeitliche Planung aber ein bisschen zu eng gewesen, weshalb wir das Training im Fitnessstudio ausgetauscht haben mit einem höhenverstellbaren Schreibtisch, den ich sowieso noch aufbauen wollte, da der Schreibtisch, den wir bei uns im Büro haben, sich als viel zu klein und zu niedrig entpuppt hat. Außerdem habe ich schon einen höhenverstellbaren Streaming-Tisch und das hat mir so gut gefallen, dass der Tisch im Büro bei uns auch höhenverstellbar sein sollte. So, das war dann auch unser Workout heute. Wir haben es aufgebaut, fertig. Es ging eigentlich relativ schnell und zwar haben wir insgesamt, glaube ich, so eine halbe Stunde oder sowas gebraucht. Ist tatsächlich relativ easy gewesen. Das Ding hier ist von FlexiSpot. Habt ihr vielleicht schon mal bei dem einen oder anderen YouTuber gesehen? Ich habe das auch gesehen und bin dann auf die zugekommen und gefragt, ob die mir so einen Schreibtisch zuschicken können. Finde ich eine ganz geile Sache. Viele von euch arbeiten natürlich auch am Schreibtisch und der Vorteil ist zweifelsfrei,
der, dass man halt so hier den ganzen Tag über so gebuckelt ist und sowas, das ist nicht so gut für die Wirbelsäule, für die hintere Kette. Da sind wir auch wieder im Thema Fitness, deswegen immer wieder wechseln und mal hinstellen, im Stehen arbeiten. Ich mache hier so meine Buchhaltung, also ich bin zwar YouTuber beruflich, aber auch ich muss wie jeder andere Selbstständige in Deutschland auch Steuern, Buchhaltung und Co. machen. Und dafür würde ich mir auf jeden Fall einen höhenverstellbaren Schreibtisch empfehlen. 1A, richtig geil. Das hier, das ist eine Bambusplatte, die hier drauf ist. Das sieht man auch in der Faserung ein bisschen. Und der Tisch, das Modell heißt E7. Dazu habe ich mir noch einen Stuhl bestellt. Der Stuhl ist in dem Fall das Modell BS12 Pro. Und für euch ist das Geile, es gibt aktuell den FlexiSpot Brand Day mit bis zu 50% Rabatt. Das Ganze geht bis zum 17.05. Das heißt, wenn ihr da irgendwas holen möchtet, nutzt das gerne aus. Am 13.05. geht das los. Und die ersten Bestellungen haben sogar die Möglichkeit, 50% Cashback zu bekommen. Den Link zu FlexiSpot packe ich euch natürlich mal in die Videobeschreibung. Ich bedanke mich an der Stelle ganz herzlich für den neuen Schreibtisch. Somit haben wir das heutige Workout absolviert und ich würde sagen, wir fahren jetzt in die Stadt und schauen mal bei dem leckeren Foodspot vorbei. Na, so viel Zentimeter hättet ihr auch gern, gell? Und wir sind in der Stadt angekommen. Das Wetter ist ein bisschen bescheiden. Hier auch sogar direkt in der Nähe von einem Laden, wo ich erst vor wenigen Tagen war, bei Wollerts. Da gehe ich ganz gerne brunchen, aber ich habe auch mal in einem meiner Foodspot-Videos empfohlen. Hinten mit von der Partie dabei Sophia und dahinter Dodo. Vielleicht habt ihr diesen Trend von diesen Croissants mit dem Cookie-Dough-Teig schon mal irgendwo auf Social Media gesehen. Ich habe es einige Male gesehen, letztens auch auf ein Video von Max reagiert und das sah so lecker aus, dass ich mir gedacht habe, das muss ich probieren. Dabkies. Da geht's rein. Cookie Dough and Cookies. Die sind in München dafür eigentlich so relativ bekannt und ja, die sind auch, wir haben jetzt kurz nach 18 Uhr und seit 16 Uhr sind die Dinger schon ausverkauft. Also der Hype ist auf jeden Fall real. Doch ob das Ganze das wirklich wert ist? Mathe. Leute, habe ich hier gerade Essen gehört, da bin ich natürlich am Start. Cookie Croissants habe ich in Hamburg schon mal probiert. Ich freue mich extrem nochmal, das hier in München nochmal abzuchecken. Aber sieht natürlich geil aus. Sieht aus wie dieser Cookie-Laden, wo wir vor anderthalb Jahren mal waren. Weißt du noch? Ich glaube, das ist der Cookie-Laden gewesen, wo wir waren. Ach so. Okay. Schauen wir mal. Wir haben angeblich 3 Stück reserviert. Mal schauen, ob die noch alle da sind. Ach, ihr bekommt hier auch übrigens so Cookie-Dough zum Löffeln. Und hier drüben gibt es auch Cookies. Und hier steht das, was wir wollen, ein Crookie. 7,90 Euro. Classic, Bueno und Pistazie Oreo. Da waren die drin. Das ist einmal komplett leer gekauft. Gestört. Meine Damen und Herren, schaut euch das hier einmal an. So sehen die aus. Also wir haben hier drüben einmal Pistazie mit Cookie Dough. Dann haben wir in der Mitte, glaube ich, Kinder Bueno. Und hier außen haben wir einmal Classic. So sehen die aus. Sie sehen wirklich sehr, sehr köstlich aus. 7,90 Euro. Nicht günstig. Boah, ziemlich teuer sogar, muss ich sagen. Aber sie hat auch erklärt, dass das Verfahren relativ aufwendig ist, ne? Puh. Bro, wie wollen wir es machen? Eigentlich, ich würde fast vorschlagen, wir nehmen eins und jeder beißt von einer Seite rein. Ja, würde ich auch sagen. Würdest du auch, hättest du auch so gesagt, ne? Ja, ja, so hätte ich auch gesagt. Das war gefährlich nah, aber Boah, es klebt am Gaumen fest. Wenn es klebt, ist es ein gutes Zeichen. Das Croissant, muss ich sagen, ist schon mal sehr gut. Ja. Richtig, richtig butterig, super blättrig, butterig und knusprig auch. Ist auch nicht hart, obwohl es jetzt nicht warm ist, ne? Boah, es ist echt sehr lecker. Ich versuche das gerade irgendwie in meinen Kopf zu greifen, wie man das beschreiben kann vom Geschmack, aber es ist irgendwie sehr schwer, muss ich sagen. Ja, also, ich kann es auch nicht richtig beschreiben. Es ist irgendwie wie so eine, Bro, es ist, keine Ahnung, der schmeckt einfach endgeil. Einfach wie was komplett Neues, ne? Sophia beißt auch rein. Hier sieht man es, ich hoffe, man sieht es auf Kamera. Oh ja. Den flüssigen Cookie-Dough-Teig drin. Oh ja. Also, boah, das war jetzt der erste. Der war, ich fand den sehr, sehr, sehr lecker. Ich würde sagen, wir gehen direkt rein ins nächste. Boah, krass. Junge. Schaut euch das mal an, wie das von unten ausschaut. Richtig schön dunkel und butterig. Also die Croissants, muss ich ganz ehrlich sagen, die sind sehr stark, sehr gut. Wie geil wäre das für einen Cheetah gewesen damals noch? Ja, ja. Alter. Hier drin so eine Schokocreme und oben drüber dieser Keksteig hier, der wirklich wie so ein, wie ein Cookie ist. Ich mache ein bisschen. Ja. Ich muss ernsthaft sagen, das ist wirklich ein geiler Trend. Das ist ein unnormal geiler Cheat. Der ist fast wie so ein Schoko-Croissant, ne? Ja. Boah. Man will davon richtig viele essen. Ja. Sophia will auch schon mehr. Hier innen ist er richtig schön dunkel. Und innen ist er auch gefüllt, oder? Ja, innen ist auch Keksteig drin. Und Leute, jetzt stellt euch mal vor, ihr habt dazu jetzt noch ein Cappuccino. Wie krank ist diese Kombination bitte aus diesem Cookie mit dem Teig innen drin und dann noch ein Cappuccino? Das wäre Endstufe, Mann. Endstufe. Ich find's geil. Ja.
Ich finde es ernsthaft geil. Jetzt kommen wir zum Highlight. Jetzt schauen wir mal, was das Highlight kann hier. Wir haben hier diesen. Ey, Junge, schau dir das mal an. Ey, Leute. Das, Bro, ist so, das sieht zu so krass aus. Ich, das Ding ist geil, aber sowas ist noch geiler. Pass auf. Komm. Küssen wir uns dann? Ja, ja, ja. Okay. Oh. Ich liebe aber auch Pistazie. Feierabend. Oh mein Deren Gott. Deren Cookies hier sind allgemein schon so geil. Auf diesem Croissant unbeschreiblich. Ihr müsst herkommen und es probieren. Da kommt eine richtig. Also es dauert ein bisschen und dann kommt eine richtige geile Pistaziennote durch. Aber diese so frische, gute, geile Pistazie, nicht künstlich, sondern eine echte Pistaziennote. Mhm. Ich wette, da ist so Pistazienmousse drin. Oder, ja, ja, ja. Ah, direkt geschmeckt, der Feinschmecker. Man kann es auf Kamera vielleicht nicht so erkennen, aber das ganze Ding ist gefüllt mit Pistazienmousse. Was würdest du denn schätzen? Wie viele Kalorien hat eins? Scheiß drauf, Digga. Das, na, jetzt mal so für Cheat Day mäßig, ne? Für ja, die haben sehr viel. Ja, ja, ich glaube, die kicken viel. Schon richtig rein, ne? Ja, würde ich schon auch sagen. Chain von Chain. Unglaubliches Ding. Also Leute, wie gesagt, für das ultimative Erlebnis, ihr braucht noch einen Kaffee dazu. Dann ist Feierabend, wirklich Feierabend. Weil jetzt habe ich schon das Verlangen, das mit einem schönen Kaffee einfach nochmal so nachzukippen, so nachzuspielen. Chai-Latte. Oh, oder Chai-Latte. Aber sowas Warmes muss schon kommen. Das ist eine krasse Kombination. Oder heiße Schokolade. Ja, safe. Unglaublich gut. War schon. Ich muss wahrscheinlich ein bisschen satt. Sieht doch wild aus. Aber ist es jetzt der einzige Laden in Hamburg, sag ich schon, ist es der einzige Laden in München, der das jetzt verkauft aktuell? Es ist der einzige Laden in München, von dem ich weiß, die das verkaufen. Ja, ne? Umsatz ihres Lebens, Alter. Krass. Sei ja, verdient der auch. Verdient. Die waren die Ersten. Das ist natürlich geil. War sehr gut, war sehr köstlich. Ja. Was sagst du, Sophia? Sehr lecker. Hat dir getaugt? Ja, richtig geil. Und dir auch? Ja, ich fand's wirklich übelst krass. Also Pistazie gibt's in Hamburg nicht. Mhm. Das ist schon, Pistazie hat hier schon mein Herz, also schon sehr gut. Ich würde auch sagen, Pistazie auf die Eins, danach Kinder Bueno, glaube ich, ja. Den wir als Erstes hatten und dann der andere als Letztes. Aber vor allem Kinder Bueno auch mit der Creme. Diese Kinder Bueno Creme ist einfach insane. Boah. Ich weiß nicht, wie viele, zwei, einen habe ich davon bestimmt gegessen, du vielleicht auch einen. Ja. Ich bin auf jeden Fall jetzt satt. Das mag was heißen. So, die ausgewogene, gesunde Ernährung, wie heute beim Frühstück, geht jetzt genau weiter. Mit einem wunderschönen Takis-Burger. Sehr ausgefallen, also. Wir waren hier so bei Depkis gerade eben und direkt neben Depkis in der Nähe ist Ruff's Burger. Die Münchner kennen den Laden, das ist ein Burgerladen. Die haben mehrere Filialen in München und die sind jetzt keine 10 von 10, aber sind stabil. Ich hole mir da ganz gerne mal so einen Cheeseburger auf die Hand. Aber so vom Smash her sieht das schon ganz gut aus, ne? Ja, also, ja. Ich muss ihn nicht verstecken. Und wir haben jetzt hier gesehen, es gibt den Takis Burger, kostet glaube ich 12 Euro irgendwas. 12,50 Euro, ja. Schon teuer, ja. Aber da dachten wir, das probieren wir mal noch, das nehmen wir mal noch mit. Müssen wir noch mal testen. In dem Sinne würde ich sagen, cheers. Cheers. Wow. Schmeckt ziemlich geil eigentlich. Aber mir kommt jetzt die Schärfe durch ein bisschen. Genau. Von außen sah das zuerst so aus, als wären da zu wenig Takis drin. Aber unten ist alles voll, ne? Ja, ja. Guck mal, unten ist alles voll, der ganze Burger ist blau. Mhm. Und diese Schärfe und dieses Zitronenartige von den Takis kommt ganz gut auf den Burger, Leute, muss ich sagen. Passt schon, Takis passen schon fast besser auf den Burger als so pur. Ja. Ja. Dazu ein schöner Coleslaw. Ich finde Coleslaw was richtig Leckeres. Magst du Coleslaw? Ja, ich finde Coleslaw auch sehr geil. Nimm dir ein bisschen was. Aber auch sehr, sehr, sehr unterschiedlichen Geschmäckern. Ich mag das, wenn das so fein geschnitten ist, weißt du? Es gibt ja noch diesen großen, wo es so ganz lang ist. Ja. Das fein nicht so. Das ist so die perfekte Erfrischung zu so einem saftigen Burger, finde ich. Das hat schon echt einen Grund, warum es das gibt. Oh ja. Also, wenn ihr mal testen wollt, kommt zu Ruff's Burger. Kann man machen. Der Cheeseburger ist auch ganz geil, den gibt es auch auf die Hand. Also kurz geht raus an Ruff's Burger. Wir lassen uns das hier schmecken. Ding. Ist auch so Honig-Senfsoße drauf, ne? Schmeckt das? Nee. Doch. Ja, doch, Jesus. Ja, ne? Ja. Ja, ja, ganz geil. Ganz geile Nummer, Leute. Ohne Scheiß. Kann man machen. Das Essen, was wir uns bestellt hatten, war jetzt mit 56 Euro, aber gar nicht mal so günstig, muss ich sagen. Also für so drei kleine Burgerchen mit ein bisschen Kram. Da merkt man mal wieder, die Preise scheppern. Dennoch, der Foodtrend, den wir abgecheckt haben, war richtig geil, hat köstlich geschmeckt. Jetzt geht's für mich auf nach Hamburg zu Dodo. Wir sehen uns aber am Ende der nächsten Videos wieder. Bis dahin, Leute, over and out. Vielen Dank fürs Einschalten. Ciao.